Pop muss bunt sein, Glamour haben, mehr oder weniger kluge Texte, auf jeden Fall Melodien, die im Ohr bleiben. Und auf den britisch-libanesischen Musiker Mika trifft das alles zu. Sein erst 2007 präsentiertes Debütalbum war dementsprechend ein Welterfolg. Heute war Mika zum ersten Mal in Wien, der Gasometer sogar ausverkauft und mit einer ziemlich hohen Frauendichte versehen. Knapp 10 Millionen Mal wurden die beiden Alben von Mika verkauft. Der quirlige Musiker wurde als Michael Holbrook Penniman in Beirut geboren. Seine Welt scheint eine der Sonnenseite zu sein, doch zwischen den Zeilen wird mit dem Schatten kokettiert. Ja, er ist locker und lässig und bin cool drauf. Und seine Musik ist einfach. Er hat super Musikvideos, die sind so bunt und fröhlich. Ja, voll genial. Voll verrückt und voll cool. Ja. Und er singt gut. Die hohe Stimme und das Aussehen und auch die Songs, eigentlich alles. Langeweile kommt beim Konzert nie auf. Für die Fans gibt es sogar aufblasbare, na, was war das eigentlich, egal. Jedenfalls gibt es was zum Spielen. Ich sehe mich nicht als Erfinder von popkulturellen Images, obwohl Sex und Glamour Faktoren sind, die Spaß machen. Aber ich glaube eher daran, ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen. Eine fantastische kleine Popwelt. Ich bin nicht so gut als Imageträger, aber ich weiß sehr gut, wie man eine Show inszeniert. Ich bin eigentlich schwerer Legastheniker. Ich konnte als Kind ziemlich lange weder lesen noch schreiben. Ich bin deshalb sogar aus der Grundschule geflogen. Dann habe ich eine Musikschule besucht. Ich habe meine Kindheit zwischen Frankreich und den USA verbracht. Mein Gesangslehrer war Russe. So bizarr das auch klingt, je besser ich singen konnte, umso besser wurden meine Noten in der Schule. My grades got better as well.